Ja, aber was ist die Alternative? Ich meine, wird ja auch nicht besser, wenn es Tag ist. Oder? Doch. Das ist schön, dass es da so viel Sand gibt, weil Sand holen war auch so ein Konzept, das dieser Idee, sich hier auf den Weg zu machen, zugrunde lag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wobei es natürlich schön wäre, wenn wir es schaffen würden, das auch lebend wieder nach Hause zu bringen. Nehmen wir mal den Stapel hier. Na, geht schon los hier. Vielleicht nehmen wir mal das Schwert in die Hand, so lange. Guten Tag, ist die Sonne noch nicht stark genug? Na, dann machen wir es eben per Hand. Nun? Was ist denn das hier? Hört das auch gleich da hinten auf, oder was? Mal hier. Also gut, der Creeper scheint hier weg zu sein. So. Sieht vielleicht nur so aus. Aber es sieht halt so aus. Komme ich nicht hoch. Da ist Laub. Machen wir es halt so. Was ist denn das für eine komische Welt? Was weiß ich. Irgendwo müssen hier Fackeln dran. Das sah doch so hoch aus. Ja, gut, ist natürlich ein bisschen hoch. Sandig ist es. Hallo Schafe. Ja, mehr Platz als für ein Schaf und ein bisschen Mich ist hier auch wirklich nicht. Das ist aber die Pampa, die das. Tja. Und Sand ist hier. Ne? Das ist ja nun. Kein schlechtes Konzept. Ob wir hier ausleuchten müssen, wenn hier was spawnt, kommt ja ohnehin nicht bis da hinten hin. Nun ja, aber wir sind ja manchmal gründlich. Nein, mein Sand. Können wir das hier stufenweise von oben runterbauen, wenn möglich? Geht nicht so dolle gut. Ein bisschen. So. Die Katze da draußen vor dem Fenster möge sich entspannen. Ja, da hinten lockt sowas, ne? Aber dann ist ja wieder nichts. Und da ist noch nicht mal irgendwie so ein Chunk aufgebaut dazwischen. Das überlege ich mir gleich, ob wir dahin wollen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier abbaue. Irgendwie baue ich das hier ab. Hier ist ja so viel davon. Zwischendurch könnte man mal eine Fackel setzen. Warum nicht? So. Hier ist irgendwann auch Ende Gelände und, hier ist noch deutlich mehr davon. Was ist denn das für eine Idee? Das funktioniert ja so nicht. Moment. So, erstmal hier rauf. Ja, so ähnlich. So ähnlich war das geplant. Komm, wir müssen hier nie wieder hin. Dann können wir eigentlich auch hier sowas machen.
viel Sand haben wir denn eigentlich inzwischen? 40, das ist noch nicht genug. Wir werden zwar jetzt nicht so wahnsinnig viele von diesen Glasscheiben brauchen, aber ein paar eben doch. Und wer weiß, wofür wir sonst noch Sand brauchen können. Eine Schaufel haben wir auch noch. Können wir also noch ein bisschen verbrauchen. Mehr, ne, von Schaufeln. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen Erde mitnehmen. Irgendwo. Irgendwo, wo wir sie nicht vermissen würden. Und da, wo wir nicht hochkommen. Zum Beispiel. Erde ist Mangelware. Das ist tatsächlich ist merkwürdig. Aber in unserer Welt gibt es nicht viel Erde. Der Gipfelkreuzfackel lassen wir mal da. Gucken noch da hinten gleich, was da so ist. Bäume möchte ich nicht gerne abholzen. Wenn hier irgendwo eine Birke wäre, würde ich gerne versuchen, Setzlinge zu kriegen. Ja, wir sind so ein bisschen auf Ressourcenjagd. Ein bisschen erkunden und nebenbei einheimsen, was man so brauchen könnte. Sieht es natürlich überall so aus, als könnte man da irgendwo irgendwas vermuten, aber was wir machen könnten, ist Folgendes versuchen. Ich bin nicht sicher, ob wir so spielen können. Aber mal eben gucken. Geht vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir lassen die mal ein bisschen rechnen. Na, da hat er zu tun. Ne? Fängt es an zu rödeln und zu rattern da in dem Gehäuse. Sehr witzig. Also spielbar ist es vermutlich nicht mit dieser Einstellung. Ja, fängt hier schon an, so ein bisschen vor sich hin zu hängen. Es geht ja nicht an. Die können ja nicht hier wild rumstochern. Da ist tatsächlich sagen wir mal mehr Land. Ja, nicht bloß eine Insel, sondern geradezu ein Atoll. Ah, ist das toll. Ja, da brauche ich auch nicht in die Luft hauen. Da ist noch mehr Sand, falls wir noch mehr Sand wollen würden. Wie ist das hier auf der anderen Seite gewesen? Das ist alles Insel. Insel allenthalben. Wo müssten wir wohl hin für etwas mehr zusammenhängendes Festland? Und das ist alles dasselbe Biom, ne? Das ist ja. Steht ein einsamer Creeper oder was ist das grüne Gefutzel da? Dieses da.
Schilf, also Zuckerrohr. Na, da hinten ist auch noch was. Es ist so ein einsames Inselchen, ist irgendwie im Meer verstreut. Das ist so mittelbefriedigend. Ja. Das ist das andere Inselchen, da waren wir, glaube ich, schon, oder? Das ist das mit dem Schaf, glaube ich. Bin jetzt aber nicht sicher. Kann das. Sieht aber von der Lage her so aus. Könnte natürlich auch noch in die andere Richtung von unserer Insel ausgucken. Weiß nicht, was das brächte. Ich könnte natürlich auch. Ach, lass uns erstmal da unten gucken. Solange hier die Rechenleistung mitmacht, probieren wir das mal. Ich werde das nachher wieder umstellen müssen, ne, auf eine halbwegs normale Sichtweite. Hier ist Kohle, das ist ja schön. Was ist da? Da kann man. Hohoho, da kann man runterfallen. Das ist gut zu wissen, dass man da runterfallen kann. Vielleicht markieren wir uns das. Kinders. Hier, Birke. Für die Setzlinge. Und während die Setzlinge sich hier auftun, gucke ich einfach mal hier. Aber ja, es hängt. Das kann alles hier nicht verarbeiten. Ich kann das auch kaum verarbeiten. Ah, da ist Hülle. Das ist ja auch eine traurige Geschichte hier. Es ist, das sind noch mehr Schafe, wenn ich das richtig blicke. Ja, da werde ich es nicht erkennen können. Nee, ist ein Blümchen. Ach ja. Jetzt ist hier natürlich auch mit Monstern zu rechnen. Da erst recht. Hallo? Oder auch nicht. Im Wald vor Regen geschützt. Toll. Laut ist es auch noch. Da kann man runterstürzen. Ganz prima. Ja, wenn wir mal eine Höhle brauchen, ne? Also irgendwas Unterirdisches, falls uns mal langweilig wird in unserem unterirdischen Krempel da, dann wissen wir ja, wo wir hin können. Nämlich hierher. Was ist das denn? Irgendein Blümchen aufgesammelt, wie es scheint. Da ist es noch ein bisschen dunkel auf dem Sand. Andererseits könnten wir auch ein bisschen was von diesem Sand noch abbauen. Ganz trügerisch. Ja, den Stack machen wir nochmal voll. Ich habe die Samen mitgenommen, für den Fall, dass hier noch Hühnchen wären. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Hintergedanken, weil, also die mit rübernehmen, obwohl, mit dem Steg, ginge das. Aber hier sind ja keine Hühnchen. Von daher erübrigt sich das. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir die ganze Welt hier mit Stegen bebauen wollen. Zwischen jeweils 2 Quadratmetern Festland. Bei Festland ja nun wirklich hier die Bezeichnung überhaupt nicht verdient. Ja, und wir hängen. Natürlich hängen wir. Fehlt nur noch, ja, jetzt ist ja auch noch Nacht, fehlt nur noch, dass uns hier irgendwas in den Rücken spawnt quasi. Wie viel haben wir? Schon wieder mehr als ein Stack. Ja, macht nichts. Von der Erde haben wir allerdings noch nicht ganz ein Stack. Ja, ich kann mich ja da auch mit hauen. Yes. Und ich kann das Auge nicht aufnehmen, oder was? Doch. Lasst mich hier mal fertig arbeiten. Dings.
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Hätten wir das? 6. Andersrum. 6. Wir haben ja noch Schere. Aber was sind wir mit der Schere? Wir haben ja keinen Platz für irgendwas, was wir mit dieser Schere abbauen könnten. Nun ja. Klar hätten wir auch jetzt Sand um die Insel herum, dann könnten wir das unter Wasser zur Not abbauen. Schon haben wir einen weiteren Stack frei. Weiteren Slot. Aber. Naja. 46. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Und hier ist noch Sand. Sechzig, 61, 62, 63 und nun ist gut. Okay. Was zum Geier machen wir jetzt?